Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute packen wir zwei RX 570 im Crossfire-Modus zusammen auf ein Board, ein X399 Taichi. Das ist ein Sockel TR4 Board und ihr könnt es ja auch schon hier oben in der Überschrift lesen. Es ist ein Threadripper 1920X draufgesetzt. Die Komponenten packen wir zusammen mit 32 GB Arbeitsspeicher und jagen sie durch insgesamt 13 Games und schauen mal, was denn mit so einem Crossfire-System im Jahr 2021 in aktuellen Games und ein paar Spielen, die ein bisschen älter sind, denn noch alles so leisten kann. Von AMDs Klassenfeind Nvidia hatte ich bereits auch schon ein Video auf meinem Kanal hochgeladen. Das waren zwei MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G Grafikkarten im SRI-Verbund. Das verlinke ich euch mal oben in der Infobox, könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Das war aber kein Benchmark-Video, wie wir es jetzt gleich uns anschauen, sondern eher ein Montage-Guide, wie ihr euer SRI-System im Rechner verbaut. Da gibt es ein paar Unterschiede zum Crossfire und wenn euch das interessiert, dann guckt ruhig mal rein. Seht mir aber bitte nach, dass das Video vielleicht ein kleines bisschen behäbiger, ein bisschen langsamer ist. Das war mein zweites Hardware-Video überhaupt auf meinem Kanal. Dafür ist es aber ein recht umfangreicher Montage-Guide und ich gehe auf alle Raffinessen des Umbaus für so ein SRI-System ein, was ihr alles beachten müsst, wie viel Strom ihr braucht. Ich gehe auf alle Vor- und Nachteile von Crossfire oder eben SRI ein. Den Ryzen Threadripper gepaart mit der XFX Radeon RX 570 mit 8 GB hattet ihr bereits vor zwei Wochen auf meinem Kanal. Mit ein paar Spiele-Benchmarks, genau mit denselben Games, die wir uns gleich angucken, schon sehen können. Und ich hatte diese Hardware durch die 13 Spiele geprügelt. Und es war wirklich sehr interessant, was denn da an FPS in den einzelnen Games herauskam. Die Grafikkarte ist im Einsteigerbereich angesiedelt. Und ich sage es trotzdem in jedem Video immer wieder, preislich eine absolute Katastrophe, wenn sie denn mal lieferbar ist. Aber für Full-HD-Gaming, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt und einen halbwegs attraktiven Preis findet, kann man mit dem Ding immer noch ganz gut spielen. Die CPU ist schon auch wieder ein bisschen betagt. Sie kam vor 5 Jahren ca. auf den Markt 2016 mit den Ryzen Desktop-CPUs der 1000er Generation. Und man könnte glauben, das Ding ist nicht mehr up-to-date. Na, weit gefehlt. Schaut ruhig mal oben in der Infobox nach in meinem Video. Ich verlinke es euch mal. Da könnt ihr mal gucken, was denn so ein FPS mit dem System so alles rauszuholen ist. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir übertreiben es jetzt mal komplett, eskalieren und knallen noch eine zweite Radeon RX 570 ins System rein. Klatschen die mit aufs Board. Und gucken mal, was wir denn mit so einem Crossfire-System im Jahr 2021 in aktuellen Games und auch ein paar älteren Spielen schon für FPS auf den Bildschirm zaubern können. Wohlgemerkt, in Full HD für WQHD reicht auch dieses System nicht mehr unbedingt für alle Spiele aus. Es gibt natürlich auch immer noch ein paar Ausnahmen. Klar, wenn es nicht ganz so grafisch anspruchsvoll ist, reichen auch zwei Crossfire für WQHD, aber vorrangig definitiv reines Full HD Gaming. Wir schauen uns jetzt gemeinsam die Benchmarks an. Danach gibt es wieder eine Tabelle, wo ich euch diese nochmal zusammen mit den Ergebnissen von einer Radeon RX 570 aus dem Video von vor zwei Wochen, was ich euch gerade verlinkt habe, nochmal mit aufführe. Da könnt ihr es nochmal schön zusammen in einer Tabelle sehen und schön vergleichen, wie die Crossfire-Kombination aus diesen beiden XFX-Grafikkarten gegen eine einzelne 8 GB Karte abschneidet. Da ist definitiv sehr viel spannendes Zeug dabei. Nochmal ein ganz kleiner Hinweis, diese zweite Karte ist leider, das ist ein ganz kleines Mango, keine 8 GB Grafikkarte. Und das ist auch so ein Problem bei Crossfire-Systemen. Da könnte man glauben, ja, die beiden Grafikkarten teilen sich ihren Grafikspeicher. Man kann ihn addieren. Wir haben dann automatisch 12 GB. Ja, dem ist leider nicht so. Der Grafikspeicher wird nicht addiert. Der wird auch nicht geteilt oder irgendwie anders, dass wir nur 8 GB haben. Nee. Noch viel schlimmer, das System nimmt sich die 4 GB der zweiten kleineren Radeon-Karte. Nicht gerade so ganz ideal und das kann durchaus auch zu dem ein oder anderen Performance-Problem bei den Spielen führen. Ich will nicht zu viel verraten, schaut es euch nur gleich mal an. Trotzdem, noch bevor es gleich losgeht, kleiner Hinweis, Crossfire ist immer noch recht interessant, auch Nvidias SRI.
Das wird schon immer wieder tot geredet und auch tot gesprochen. Es ist auch wirklich teilweise schon so, viele große Games werden nicht mehr auf doppelte Grafikkartensysteme optimiert. Das liegt mittlerweile schon im Ermessen des Spieleentwicklers. Die Grafikkartenhersteller, die nehmen sich schon langsam aus der Verantwortung raus. Das ist nicht so schön. Ich würde mir wünschen, dass das wieder mal ein bisschen mehr unterstützt wird. Trotzdem gibt es einige Spiele, die immer noch Crossfire und SLI nutzen. Wir haben jetzt hier im Spiele-Benchmarks, wie gesagt, 13 Games dabei. Wir gucken mal, welche noch funktionieren. Und ja, wir gucken uns die Benchmarks an und danach sehen wir uns wieder.
Wir sind durch mit den Benchmarks. 13 Games haben wir uns jetzt angeschaut und jetzt können wir uns die Tabelle mal zu Gemüte führen, wie viele Spiele denn optimal mit Crossfire noch funktionieren, welche nicht oder welche eben das Crossfire komplett ignorieren. Ja, und das sind leider gar nicht so viele. Insgesamt 6 Games interagieren mit dem Crossfire. Davon ist eins eine absolute Katastrophe und das ist das letzte in der Tabelle. PUBG Players Unknown Battleground hat eigentlich eine offizielle Unterstützung für Crossfire, hat aber leider bei mir hier halbierte FPS gegenüber der einzelnen Grafikkarte. Das kann durchaus an der kleinen Radeon RX 570 mit 4 GB liegen.
PUBG verlangt noch mehr Grafikspeicher, um maximale Details auf dem Bildschirm zaubern zu können. Die einzelne Radeon mit 8 GB macht 90 Bilder und das Crossfire-System halbiert dieses. Das ist schon heftig eklatant, halbierte FPS mit einem Crossfire. Ja, so sollte es eher nicht funktionieren. Aber es gibt glücklicherweise auch positive Beispiele. Shadow of the Tomb Raider ist da mal mitzunennen. Das habe ich extra mal in den Benchmark-Parcours mit aufgenommen, weil das Game sehr gut mit Crossfire-Systemen funktioniert. Auch Anno 2070 ist zu nennen und GTA 5, das gute alte Klassiker-Game, richtig geile Grafik immer noch und auch das nutzt Crossfire sehr gut. Wir haben hier ungefähr 30-40% mehr FPS auf dem Bildschirm. Und dann haben wir noch Metro Exodus und Valorant, die ein paar Prozentpunkte mehr mit dem Crossfire auf dem Bildschirm zaubern. Das ist natürlich nicht ganz so viel, aber immer noch besser wie die ganzen restlichen Games, die wir jetzt hier im Parcours mit dabei haben, wo wir leider keinen Leistungsunterschied feststellen können. Hier ist nur eine Grafikkarte am Werk. Bei allen Games, wo wir gleiche FPS haben, wird die zweite gar nicht angesprochen. Hier läuft dann leider nur eine im System. Mal noch ein ganz kurzes Wort zu den Spieleinstellungen und dem Testsystem. Wir nutzen den Adrenalin-Treiber 2011-2. Ich habe extra denselben genommen wie aus dem Video vor 2 Wochen, damit es besser zu vergleichen ist und auch keine Treiberunterschiede zwischen den einzelnen Versionen, die FPS verfälschen können. Die Details hatte ich immer wieder beim Game mit eingeblendet. Das Testsystem, wie gesagt, der Ryzen Threadripper 1920X, ein ASRock X390 Tai Chi Sockel TA4 für den besorgten CPU. Dann G-Skill Aegis 32 GB, DDR4 3200 MHz. Die 32 GB sind ganz wichtig, denn es ist ein Game im Parcours dabei, was die 16 GB bereits schon ausnutzt und das ist Star Citizen. Deswegen müssten einfach mal 32 mit rein, damit die FPS von einem kleinen 16 GB Arbeitsspeicher limitiert werden. Das muss ja nicht sein, deswegen sind einfach mal 4 8 GB Module eingebaut. Wir sind durch mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem heutigen Teil. Crossfire ist natürlich mit meinem Benchmark Parcours, was ihr jetzt hier gesehen habt, nicht mehr ganz so geil. Da sind einige Games dabei, wo wirklich nichts mit Crossfire mehr am Start war. Es sind aber auch einige Spiele dabei, wo es sehr gut funktioniert. Also ihr seht schon, wenn ihr wisst, welche Games ihr spielen wollt, ja, und ihr habt einfach mal Bock auf sowas mit 2 Grafikkarten, ja, dann probiert es einfach mal aus, es spricht nichts dagegen. Grafikkarten sind ja wie Sand am Meer zu kaufen. Ja, okay, kleiner Joke. Ist natürlich momentan echt schwierig. Vielleicht guckt euch einfach mal auf den Gebrauchtwarenmarkt um. Ich habe die Dinger zum Beispiel auch nicht neu gekauft. Die kann man durchaus auch auf dem Gebrauchtwarenmarkt noch halbwegs zu günstigen Preisen kriegen. Und dann könnt ihr einfach mal Spaß haben mit so einem Crossfire-System. Ich habe die aber nicht nur aus Jux und lauter Dalerei und Spaß an der Freude mal Geld auszugeben geholt. Das System hier, hatte ich schon mal in einem meiner anderen Videos gesagt, wird es demnächst bald mal wieder geben. Ich möchte mir eine Workstation bauen. Eigentlich sollte da auch ein stärkerer Threadripper rein, aber die CPU-Preise, die machen denen mir einen Strich durch die Rechnung. Es sind aktuell nur die 3000er lieferbar, ab und zu mal ein 2000er und wenn, dann sind die nur zu horrenden Preisen zu kaufen. Das muss nicht sein, deswegen aktuell nur der kleine 1920X. Und die beiden Radeons, ja, die habe ich halt jetzt einfach so da. Die habe ich jetzt schon eine ganze Weile, habe auch schon einige Videos damit gemacht. Ich verlinke euch nochmal eins oben in der Infobox und auch im Laufe des Videos war schon ein bisschen was dabei. Guckt einfach mal rein, wenn euch irgendwas interessiert und ihr eine kleine Einsteiger-Grafikkarte sucht. Freuen wird's mich auf alle Fälle, wenn ihr ein bisschen auf meinen Kanal stöbert. Diese beiden Grafikkarten werden wir auch dann wieder sehen, habe ich ja gerade eben schon gesagt, aber nicht nur einfach so, wie ihr es jetzt hier im Bild seht, sondern die baue ich um auf Wasserkühlung. Also da werden Wasserkühlblöcke draufgeschraubt, die Luftkühler kommen weg. Wir werden das ganze System auf Wasserkühlung umrüsten. Auch der Ryzen Threadripper bekommt natürlich einen Kühlblock. Auch das wird es mit einem Timelapse-Bild auf meinem Kanal in naher Zukunft geben. Ich werde dann natürlich auch einen kleinen Montage-Guide wieder machen, wie ihr eure Grafikkarte umbauen könnt auf einen Wasserkühlblock. Auch das wird es wieder mitgeben. Dann mache ich nochmal ein neues Video mit Spielen, die rein auf Crossfire optimiert sind. Und dann gucken wir mal, wie viel Leistung und FPS wir dann rauskriegen. Und wir machen auch wieder gleich einen schönen Vergleich zu einer einzelnen, in dem Fall die 8 GB Radeon. Also ihr seht schon, jede Menge spannendes Zeug ist dabei.
Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst das nämlich nicht. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir doch gerne mal einen Daumen hoch, würde ich mich auch riesig drüber freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht bei einem dieser Videos wieder. Bis dahin, macht's schön gut und ciao.